was zu sagen. Ich wurde ja ausgelacht, weil ich eine Klassik-Playlist bei Spotify habe. Ja, das war die, die im Assassin's Creed Let's Play gedudelt ist, weil es da bei diesen zwei Fail-Aufnahmen... Da wurde ich ausgelacht. Weil ich eine Klassik-Playlist bei Spotify habe. Wollt ihr mich verarschen? Wollt ihr mich verarschen? Klassische Musik ist das Beste auf diesem Erdball. Sie hat Stil, sie hat eine gewisse Kultur. Und das ist wichtig. Das ist belebend. Ohne die klassische Musik wäre die Musik heute, die man so hört, Bushido, Sido, Boomfang MC. Kennt ihr noch jemanden? Boomfang MC? Die sind auch cool. Aber da wollte ich eigentlich gar nicht drauf hinaus. Aber cool, also klassische Musik kann ich einfach nur jedem empfehlen. Das ist total entspannend. Das klingt vielleicht jetzt ein bisschen so, ja, du willst was Besonderes sein, nicht mit Mainstream und so. Ist aber wirklich so, klassische Musik entspannt. Müsst ihr mal probieren. Das ist halt bei Minecraft, ist das eine ganz gute... Es ist dunkel, wieso renne ich hier überhaupt noch rum? Bei Minecraft ist es wirklich eine ganz coole Sache, so mit klassischer Musik zu arbeiten, sag ich mal. Und ich schäme mich da auch überhaupt nicht, wenn ich sage, das habe ich mir echt bei Gronkh abgeguckt. Das ist wirklich eine Sache, die ich mir bei Gronkh abgeguckt habe. So mittelalterliche Musik, die im Hintergrund dudelt, passt zu Minecraft einfach am besten. Ja, und das ist wirklich ausnahmsweise mal etwas, wo ich sage, yo, das habe ich mir beim Gronkh abgeguckt. So. Jetzt gehen wir erstmal pennen mit diesem, mit dieser Beichte. Gute Nacht. So, und da sind wir auch schon wieder wach. Ich muss mal gerade hier ganz kurz was checken, was gucken. Kuginator. Moment. Ah, ich habe mir jetzt sozusagen live im Let's Play eine Zigarette angezündet. Einfach nur, weil ich es kann. Und viele von euch werden jetzt sagen, was, Zigaretten rauchen? Alter, ich deabonniere dich. Aber auch das ist mir egal. Denn ich soll in so einem Let's Play, oder ich bin in so einem Let's Play einfach, wie ich bin. Und weil ich jetzt schon eine Stunde aufgenommen habe gleich, mache ich mir einfach mal eine Zigarette an. Ich habe nämlich schon lange keine mehr geraucht. Vorhin habe ich noch für PlayNation ein bisschen was geschrieben gehabt. Noch ein bisschen Gamescom-Content sozusagen verwertet. Und deshalb mache ich mir einfach mal eine Zigarette. Und übrigens für alle, die jetzt sagen, ja, Rauchen ist ja voll böse und so. Das ist total richtig, da stimme ich dir oder demjenigen, der das so sagt, total zu. Rauchen ist nichts Gutes. Aber A, das hört sich jetzt ein bisschen nach Kurt Cobain-Variante an. Aber A, leben wir nur einmal. Ja, klingt jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben, der Lebensstil, aber was ja gar nicht mein Lebensstil ist. Aber, und außerdem, ich gehe nicht trinken, ich habe sonst keine jeglichen großen Hobbys, wo ich jetzt sagen will, die sind richtig teuer. Gut, Videospiele sind natürlich nicht ganz so billig, aber, mal ganz ehrlich, man raucht halt. Ich kann das gar nicht, ich kann das jetzt gar nicht so beurteilen oder sagen, so, deshalb rauche ich. Ich habe da keine, ich habe da eigentlich, im Grunde genommen habe ich keinen Grund für. Aber es hilft einem in vielen Situationen dann doch schon mal so ein bisschen abzuschalten. Gerade jetzt auch Gamescom, da habe ich das gemerkt. Da habe ich ja auch, da haben wir ja richtig Stress gehabt, auch mit den Terminen und sowas. Ich mache gerade das Lied weiter, das nervt. Da hat man auch richtig Terminstress gehabt und da kannst du auch einfach mal sagen, komm, weißt du, ich gehe mal eine rauchen. Und da kannst du auch einfach mal abschalten. Das ist schon so ein bisschen ein Grund eigentlich. Naja. Aber wir wollen ja hier nicht über den Rauch, über das Rauchen reden, sondern wir wollen über Minecraft reden. Bei eigentlich ja nicht, ne? Eigentlich quatschen wir über alles hier. Alter, warum sind die alle so laut, die ganzen Lieder? Nein! Das ist schön. Braveheart. So. Jetzt müssen wir mal gucken. Wächst das hier denn auch alles brav? Ich habe da, kann da gar keinen Unterschied erkennen, ehrlich gesagt. Das sieht für mich alles aus wie Spinat. Wie frischer, roher Spinat. Naja. So, was machen wir denn jetzt als nächstes? Was bauen wir denn hier überhaupt hin? Ich baue mal gerade noch den Zaun da ab. Den kann man da ja jetzt weghauen. Den brauchen wir ja nicht mehr. Da. Jetzt weiß ich gar nicht, was wir hier noch hinbauen können. Ich habe noch die ein oder andere Idee.
die man hier natürlich hinbauen könnte. Ob das aber hierhin passt, ist natürlich die Frage. Ein weiteres Häuschen wäre natürlich immer eine Variante. Eine Mühle könnte man natürlich bauen, aber pff, will ich eigentlich gar nicht, weil mir das viel zu kompliziert ist. Und einfach die Rohstoffbeschaffung da auch dann hier ein bisschen länger dauern würde. Von daher, eine Mühle ist natürlich was Schönes, aber hier nicht. Es gibt ja immer so ein bisschen, na ich sag mal, Klischeegebäude, die man einmal gebaut haben muss. Oder einmal, oder jeder einmal gebaut hat. Ein Leuchtturm, eine Mühle, ein Bauernhaus. Und wenn ich jetzt noch sage, eine Wollvilla, haben wir eigentlich alles das, was wir gebaut haben. Im Grunde genommen. So, jetzt müssen wir das hier noch ein bisschen dingsen wieder hier. Das müsste aber eigentlich auch von alleine dann irgendwann weggehen. Weil eigentlich hat das ja hier gar kein Dings mehr, gar kein Wasser mehr. Na, komm. Passt auch sehr gut zur Musik gerade. Und zack. Und wunderbar. War angenehmer, als man früher noch immer drüber laufen konnte. Das war natürlich aber beim Jäten, war das dann immer ein bisschen scheiße. Aber so wird die Hoe eigentlich total nutzlos. Weil die braucht man eigentlich nur einmal, um das hier zu dingsen. Und wenn du es nass gemacht hast, bleibt es ja so. So. Wunderbar. Ja, was bauen wir denn jetzt hier hin? Was haben wir denn jetzt überhaupt für Felder? Wir haben ein Weizenfeld, wir haben ein... Ach ja, wir brauchen ja ein Melonenfeld wieder. Neues. Stimmt ja. Gut, das würde ich einfach mal sagen. Bauen wir dann hier hin, würde ich behaupten, oder? Würde ich das behaupten? Ich glaube schon. Ich glaube schon. Dann zählen wir das gerade mal ein bisschen ab. Das wäre dann hier der Zaun. Den können wir ja schon mal setzen. Da haben wir ja jetzt ein paar davon. So. Das ist, glaube ich, aber schon ein bisschen zu übertrieben groß. Ne? Ist das jetzt zu groß? Ich weiß es nicht. Alter, Katze, halten Mund. Ist das... Ich glaube, das ist einen zu groß. Wir machen mal hier wieder... Gehen wir wieder zwei zurück. Und dann hier so hin, das müsste... Ja, oh, das reicht vollkommen aus. Braucht man jetzt auch nicht zu viel, weil... Melonen, weiß ich nicht. Alter! Halt die Schnute, Ute! Ich bring sie um. Ach, verdammt, ich bin viel zu weit. Ah, die Katze lenkt mich ab. Sie tut das, was sie am besten kann. Sie lenkt mich ab. So. Da noch einen hin und dann können wir das hier wieder wegreißen, weil das war jetzt ein bisschen übertrieben gesetzt. Zu voreilig, zu schnell. Und vor allem auch viel zu hell. So. Sieht das jetzt scheiße aus, weil das Melonenfeld zu klein ist? Ach, egal. Huch. Gut, dann holen wir die Melonenkerne halt wieder. Hab ich die hier reingepackt, sag mal? Gibt's ja gar nicht. Ich hätte natürlich jetzt auch sagen können, wir tun auf die eine Seite Melone und auf die andere Seite Dingens. Ich überlege gerade. Ich will das jetzt am gescheitesten machen. Wir haben da hinten natürlich unseren Weg. Den will ich natürlich ungern dicht machen, oder? Will ich den dicht machen? Aber dann haben wir hier nichts, was wir da reinpflanzen können. Oh Mann! Die Wolken sehen übrigens ziemlich fail aus da oben. Naja. Einfach weggucken, egal. Wir haben ja gerade andere Probleme. Okay, doch, ich mache es... Doch, wir machen es hier hin. Und zwar... Und zwar machen wir hier drüben nochmal ein weiteres Feld. Und zwar auch bis hierhin. Und hier dann den Eingang. Haben wir noch zwei von den Türen? Ach, herrlich. Zwei Stück genau. Passt perfekt. Und dann kommt hier das Zeug weg. Machen wir jetzt erstmal nur bis hier, weil das soll genauso groß werden wie das andere Feld da drüben. Erde haben wir Gott sei Dank dabei. Das ist super. Aber ich glaube nicht genügend. Oder? Ah, doch, reicht. Perfekt.
Ob das jetzt natürlich genug war, weiß ich gar nicht. Wie breit haben wir das denn hier gemacht? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ohne Rand. Okay. 9 mal ohne Rand. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Verdammt. Verdammt. Jetzt habe ich mich auch eingebaut. Ich komme ja gar nicht mehr rein jetzt. Shitty Schitzen. So. Und dann haben wir das hier gerade noch weg. Das wird jetzt aber diesmal nicht reichen, glaube ich. Nee, ein Erdblock fehlt uns. Ach, verdammt. Pass auf, dann machen wir das gerade so. Sieht ja keiner. So. Okay, dann haben wir hier das. Dann haben wir die Türen hier weg. Die brauchen wir ja jetzt nicht mehr. Und dann hauen wir die dann gleich hier rein. Weil ich glaube, hier mache ich jetzt nur einen Einerweg, ne? Weil ich glaube, zwei wird ein bisschen overpowered. Oder? Vielleicht doch ein Zweierweg? Ich weiß es nicht. Bei 9 können wir natürlich einen Zweierweg machen, ne? Würde ja hinhauen, theoretisch gesehen. Ich glaube, dann ist auch die Mitte ist auch 9, ne? Ich glaube, wenn ich hier die Mitte mache, sagen wir mal hier. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Ja, das würde mit dem Doppelweg sogar hinhauen. Was mache ich denn? Alter. Das ist ja echt unfassbar. Das war jetzt die Mitte hier, ne? Das war die Mitte, ja. Wunderbarski. Pam, pa, pam, pa, pam, pa, pam, pa, 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 pam. Nein, die Schaufel ist kaputt, aber wir haben, glaube ich, noch eine. Yo. Zack, 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 zack. Scheiße. Doch, wir haben noch dabei. Wie oft ich jetzt schon Scheiße in dieser Episode gesagt habe, also in dieser Aufnahme. Ist ja wirklich heftig. Und dann können wir hier zwei Türen reinklatschen. Eins, zwei. Das haut dann nämlich auch super hin. Dann haben wir ein Wasser, eine Wasserrichtung. Dann kommen hier die Samen hin und hier wachsen die Kürbisse dann, wenn das so läuft, wie ich mir das jetzt gerade vorstelle. Ich hoffe natürlich, das funktioniert so. Wäre natürlich sehr schön. Würde ich mich drüber freuen. Und wenn nicht, dann bringe ich mich einfach um. Genau das gleiche dann hier. Müsst ihr auch jetzt hier 3, 1, 2, 3 und hier drüben 3. So sieht es aus. Das ist doch wunderschön. Wenn wir jetzt gleich zurückgehen zum Pennen, dann müssen wir uns ein paar neue Fackeln machen. Denn auch bei unseren Tieren oben müssten wir ja noch ein bisschen was ausfackeln. Das wäre, glaube ich, gar nicht mal so schlecht. Das machen wir jetzt gerade mal. Wir holen uns gerade mal ein paar neue Fackeln. Ma, das kann nicht wahr sein. Oh, jo, jo, jo. Gott sei Dank habe ich das gerade nicht mit der Axt abgebaut. Ich hätte mich, glaube ich, umgebracht. Ach, wir haben ja noch ein paar Fackeln. Naja, egal. Oh, Stöcke haben wir auch noch. Gut, Gott sei Dank. Das war so ungewohnt, weil ich die Fackeln gar nicht da unten drin hatte. Naja. So, dann gehen wir gerade mal pennen. Damit uns da auch niemand überrascht. Gute Nacht. Guten Morgen, liebe Sorgen. Gut. Ich gucke mal erst, ob da jemand ist, weil ich weiß nicht, ich traue dem Ganzen irgendwie nie. Ach, guck mal, da wächst unser Dingens wächst, unser Weizen. Schön, ich mag das, wenn es wächst. Zwei Dings mache ich mal gerade noch schnell. Doch, geht. Gut. Zwei, Eingänge, also hier zwei, 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 zwei. War das so? War das so? Ja, es war so. Pam, 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 pam. So, und dann müssen die Blumen natürlich hier weg, weil die brauchen wir jetzt hier nicht mehr. Diese sind nutzlos. Nutzlose kleine Blümchen. So, und hier vorne ans Eck noch. Tick. Tick. Da ist es schon. Sehr schön. Diese Variante haben wir anscheinend schon mal verwendet. Tick. Und tick. Okay, was brauchen wir denn jetzt? Wir brauchen Eimer, die mit Wasser gefüllt sind. Das könnten wir uns vielleicht gerade hier holen. Geht das, wenn ich da so, hier so, also so ein bisschen, ja, geht, sehr schön. Habe ich da jetzt auch nichts von der Wasserströmung? Nein, habe ich nicht, gut. So. Wie hatten wir es denn da gemacht? Lass mich mal gerade überlegen.
Ja, ja, gut, okay. Ich glaube, es müsste so gehen, wenn ich... Wenn wir jetzt hier die Wasserrinnen machen. So. Da dann, dann da vorne dran quasi den Dings. Ich glaube, das müsste gehen. Ich bin mir jetzt nicht so sicher gerade. Aber eigentlich müsste das so hinhauen. Wenn wir da dann, hier quasi die Samen hinmachen, müssten die eigentlich automatisch nach da wachsen, die Kürbisse. Ich weiß es aber gerade nicht. Ich bin sehr gespannt.